Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Pete's Meat probiert, Sunset Overdrive. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, da sehe ich, dass hier eine Review-Version von Sunset Overdrive in meinem Briefkasten auf mich gewartet hat. Und da habe ich mir gedacht, hey, das erscheint doch am 31., da kannst du doch jetzt mal kurz ein Pete's Meat probiert zu machen, damit die Leute, die sich für das Spiel interessieren, ein bisschen wissen, was auf sie zukommt. Aber wichtig noch, dass es kein Wie gut ist. Das ist Pete's Meat probiert. Das heißt, ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt und ich werde jetzt mit euch die ersten 40 Minuten oder so erleben, damit man schon mal einen Eindruck bekommt. Also ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt oder so. Ich bin kein Kritiker, kein Reviewer, der jetzt irgendwie einen Score gibt oder so. Ich will euch einfach nur das erste Gameplay mal zeigen und dazu ein wenig kommentieren. Und es ist eines der Spiele, die einen nicht direkt in ein Menü wirft, sondern wo man direkt am Anfang seine Figur erstellen kann. Und wir entscheiden uns für den großen Typen, würde ich sagen, oder? Machen wir mal, damit ihr seht, wie die alle aussehen. Klein, große Frau, kleiner Mann, großer Mann. Wir nehmen großer Mann. Oh, jetzt kann man auch noch sein Gesicht einstellen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Sunset Overdrive von Insomniac Games ist. Die haben speziellen Platz in meinem Herzen, weil sie damals Spyro the Dragon gemacht haben. Danach habe ich von denen nicht mehr so viel gespielt. Also Ratchet und Clank habe ich beispielsweise komplett ausgelassen. Resistance haben die noch gemacht. Das fand ich persönlich nicht so geil. Und jetzt sind sie dran mit Sunset Overdrive, was einfach nur ein Spiel sein will, was sich nicht ernst nimmt und einfach nur witziges Gameplay bieten will. Soweit haben zumindest die Trailer schon vermuten lassen, wohin die Richtung geht. Und wir, ja, wen nehmen wir denn? Ich weiß gar nicht, die sehen alle irgendwie so aus. Sie haben alle fette Poren. Hallo, guten Tag, ich bin der Peter. Nee. Ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden, wen ich hier nehmen soll. Das ist doch maximal verwirrend. Ich nehme den einfach. Da haben wir uns für ein Gesicht entschieden. Haare. Holy moly, was gibt's? Okay, das müssen wir einmal komplett durchgehen. Keine Haare. Oh mein Gott! Leck mich am Arsch. Also, man sieht jetzt schon, dass das mit dem Ernstnehmen nicht so. Also, ich meine, wenn man sich diese. Oh mein Gott, das sind riesige Haare. Nee, wo wollen wir nicht? Auf jeden Fall coole Haarphysik, ja? Wie sich die Haare so hin und her bewegen. Alter. Mein Gott. Oh ja, das ist noch nicht richtig Betonlocke, aber es geht in die richtige Richtung. So in der. Alter, meine Fresse. Uncool. Boah, das ist ja mal die mega Betonfrisur. Ja, von wegen Schmalzlocke, Alter. Betonlocke. Also, die Schmalzlocke hier, die hat es mir angetan. Was gibt's noch? Die Zöpfe und Zöpfchen. Ich glaube, wir machen hier die mega Monster-Betonlocke. Kann ich noch die Farbe einstellen, bitte? Ja, kann ich. Dann nehmen wir natürlich die hier. Es gibt sogar Strähnchen? Ach du heilige Scheiße. Ein Strähnchen will ich eigentlich gar nicht da drin haben. Ne, wir bleiben dabei. Ah, was kann man denn hier alles einstellen? Das ist ja schon fast wie bei einem Rollenspiel. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Action-Adventure. Oh mein Gott, jetzt kann man sich auch noch einen Mega-Bart machen. Guten Tag. Ich will so einen Mega-Bart. Mega bärtig einfach nur. Jawohl! Mein Gesicht besteht zu 90% aus Haaren. Der Rest ist tatsächliches Gesicht. Augenfarbe natürlich blau. Den Obszönitätenfilter und die Option weniger Gewalt kannst du im Optionenmenü aktivieren. Ja, das lassen wir mal außen vor. Obszönitäten und Gewalt sind doch Dinge, die ich generell immer sehr sympathisch in Spielen finde. Ich weiß gar nicht, wie es gerated ist in Deutschland, ab wie vielen Jahren das freigegeben ist. Ich weiß, in Amerika ist es M for Mature, also ab 17. Wow, hallo. Total am Arsch. Alter, was ist das für ein Einstieg, ey? Leck mir am Arsch. Oh nein, oh nein. Wow, okay, alles klar. Entkomme aus dem Bahnhof. Alter, Alter! Ausweichrolle. Hallo! Ich verpiss mich erstmal. Offenbar wird hier jetzt noch nicht so richtig viel. Ha! Noch nicht so richtig viel geschossen am Anfang. Alter, verpisst euch.
Who checked this way? Woo! Oh, 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 oh. I like it. Hier gibt's Health, brauche ich aber nicht. Okay, deutsche Synchro ist so Mana. Was passiert jetzt? Okay, soll ich einfach hier runterspringen oder was? Alles klar, machen wir doch mal. Wohin? Oh, dahin! Und nu? Und nu? Und nu? Dahin. Ah, guck mal, die Pfeile sagen mir ganz klar an, wohin mit mir. Easy. Alter, der geht richtig hart ab, der Junge. Alter. Alles klar. Man kann richtig geil über Auto springen und... Okay, hier drüber sliden mit A und X. Easy. Das soll auch eines der wichtigsten Punkte sein, glaube ich, für dieses Spiel, dass man so richtig schnell sich durch die Gegend bewegen kann und dabei ganz viele Monster plätten kann. Denn die Story ist eigentlich, glaube ich, relativ wumpe. Oh mein Gott. Drücke während eines Grindes. Oh, nehmen wir doch mal wieder in der Richtung. Nope. Nope. Hallo, da ist er wieder weg. Alles klar. Okay, gehen wir mal schnell in die Wohnung rein. Okay, es ist mega comic-mäßig. Okay, drücke beim Grinden auf einem Kabel X und wechsle zwischen Grind und Underground. Ah, verstehe. Oh, wer ist da denn? Wow! Ja, jetzt ist es meine Knarre. Lol. Oh mein Gott. Ja, sie sieht aus wie ein Penis. Yep, yep, yep. Flaming Compensator. Killt den Mutanten nur von 8. Okay. Hä, wie soll ich denn währenddessen zielen? Wollt ihr mich verarschen? Moment, wo muss ich denn hier hin? Ich cruise hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend, wa? Und guck mal, wo ich hier Zombies sehe. Schieß einfach mal da unten so ein bisschen. Ah, damit habe ich meine 8 schon gekillt. Okay, das war verwirrender, als ich dachte. Also, während des Grindens zu zielen, ist, glaube ich, gewöhnungsbedürftig. Kann ich von hinten einfach auf den schießen? Einfach. Oh Gott! Oh Gott! Okay, Motherfucker, Reno. So nicht. So nicht, Kollege. Ich bin zu schnell für dich. Ich kann mich gar nicht so richtig aufs Grind konzentrieren. Ich glaube, das ist eine Sache, da muss man erst richtig reinkommen. Okay, Autozielen ist stark. Oh, hier bin ich wieder hoch. Holy, what the fuck? Kannst du mich nur am Arsch lecken, du riesiger Fuck-Mutant? Habe ich ihn erwischt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ihn nur böse gemacht. Ja genau, leg den mal ab, das ist nett von dir. Ich frage mich, ob die noch erklären, wie es zu dieser Apokalypse gekommen ist, weil ich weiß es. Ich weiß aber nicht, ob ich das spoilern will oder ob das jetzt noch hier gleich erklärt wird. Okay, endlich kann ich nach Hause gehen. Ja, okay, nach Hause gehen. Oh Scheiße! Ich will die gar nicht beschießen! Nein, hierhin will ich. Jawohl. Jawohl, nice. Achso, das ist mein Zuhause. Jetzt ist nicht mehr abgeschlossen. Das ist mein Bierchen. Ja, voll, so gehört sich das. Er ist ein Xbox One Exklusivtitel. Falls ihr euch fragt, warum ich in letzter Zeit so viele Videos mit Forza 2 und jetzt hier das zu Xbox One mache, das liegt daran, dass die mir den Kram halt einfach zuschicken. Und von Sony kriegen wir die Spiele irgendwie nicht so. Aber wobei, die haben auch in letzter Zeit gar nicht mehr so viel. Drive Club wollte ich noch ein Feeds mit probiert machen. Das habe ich schon ein bisschen gespielt, aber naja, das ist ein anderes Thema. Jetzt kommt die Vorgeschichte! Ja, Mann! Es wird ein Energy Drink gefeiert! Mit Selfies! Oh yeah, wir sind so cool! Uhuhu. Ja, so geht das aber nicht hier.
Achso, ich muss den ganzen Shit aufräumen. Ich weiß gar nicht, wie unser Typ heißt. Ich nenne ihn einfach Pete. Lol. Kurz und schmerzlos die Vorgeschichte. Kann man so machen. Also, das Spiel nimmt sich nicht allzu ernst, wie ihr gerade schon selber gesehen habt, ja? Ich meine, er hat gerade verkackt Sunset Overdrive auf seinem Handy gespielt, was übrigens ein Windows Phone war, was sonst. Das einzige Unrealistische an diesem Spiel. Sorry. Sorry, Microsoft. So, ich muss doch gar nichts mehr anpassen. Wieso bin ich jetzt hier beim Anpassen? Ist eigentlich nicht mehr nötig, habe ich schon gemacht. Ach so. Ah, mein Gott, was kann ich denn jetzt noch alles machen? Ach du heilige Scheiße. Ja, don't need that shit. Oh, da haben die sich aber echt Mühe gegeben, ey, leck mich am Arsch. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Hey, den wollte ich behalten. Ja, genau die wollte ich behalten. Sehr gut. Kopfbedeckung. Nein, seid ihr wahnsinnig? Man muss doch meine richtig pornomäßigen Haare sehen. Alter, man kann die Unterwäsche verkackt nochmal... Okay. Ja. Da pupen wir mal drauf. Ich glaube, ein Khaki-Shirt nehmen wir mal nicht. Oh. Ah, ich dachte gerade schon, wow, die Texturen sind aber nicht so geil für Xbox One-Verhältnisse. Aber die kommen. Die kommen nach und nach. Ich bleib einfach mal erstmal bei... Oh Gott. Jetzt sind wir hier schon wieder bei Saints Row. Saints Row Level auf Ernsthaftigkeit. Weil jetzt wird's ganz schön extrem mit dem. Oh mein Gott, ich will ein Hawaii-Hemd. Definitiv will ich ein Hawaii-Hemd. So ein blaues, das sich richtig schön beißt mit meiner, mit meinem. Ne, das nehme ich jetzt. Handschuhe? Handschuhe keine. Okay. Gut, dann halt nicht. Körperschmuck keine. Okay. Gibt's wohl dann bei Frauen nur oder was? Ja, weiß ich auch nicht. Unterwäsche. Ja. Natürlich so ein weiß. Richtig geile. Man kann sogar einfach gar keine Unterwäsche nehmen. Holy shit. Oh. I like it. Welche Schuhe nehmen wir denn? Oh ne, das wird mir dann doch ein bisschen zu crazy. Oh, das ist doch super. So Motorradstiefel, Sandalen finde ich immer ein bisschen... Oh, ne, Sneaker finde ich nicht geil. Nehmen wir doch solche Motorradschuhe. Jawohl. Das ist doch ein super Outfit, oder? Was meint ihr? Das passt ja wohl optimal zu diesem Spiel. Alles klar, zurück. Zurück. Alles cool. Wieso hat der den Fernseher an, wenn sowieso nichts leuchtet im Fernseher? Oh oh. Kein Toilettenpapier. Das ist ein Problem. Oh oh. Oh oh.
lauter! Folge mir! Okay, Walter, ich folge dir. Ich will auch so ein Gewehr. Habe ich meins eigentlich noch? Nein. Ich bin Walter, der Typ, der dir gerade den Arsch gerettet hat. Es gibt noch einige Überlebende in der Stadt. Aber nicht mehr lange. Nimm das! Pass auf, sie sind uns gefolgt! What? D.O.D. Achso, Nahkampfangriff ist Kreis, verstehe. Alles in Ordnung, mach weiter so. Hilf mir, ich bin eine Pussy. Komm, dann machen wir doch hier easy. Guck mal, du hast voll die Moves drauf, Kumpel, Alter. So, der letzte hier. Bam. Wir treffen uns auf dem Basketballplatz. Wait, what? Wieso? Damit du mich im Stillen weiter verurteilen kannst? Also langsam komme ich klar. Bin da. Wo bist du? Ich bin da. Wer chillt hier? Der ist offenbar tot. Da, guck, ich bin vor dir hier gewesen. Alter, Sack, Alter. Verdammt richtig. Ich habe andere Überlebende wie dich getroffen. Die haben mehr Ärger gemacht, als sie wert waren. Die Leiche da drüben. War das einer von ihnen? Hey, toter Typ. Was erwartet mich hier? Brich diese Kiste auf. Springen und dann Sturzflug? Okay. Hol dir die Knarre. Wow. Jetzt wechsle zu deiner neuen Waffe. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ja, echt mal. RB gedrückt halten, um schneller zu... High Fidelity. Okay, die Waffe... Oh mein Gott! Dann war ich verdammt gut! Warte hier! Das erinnert mich an Shaun of the Dead. ODs zu schießen. ODs? Dann nehmen die auch Schallplatten, um Zombies zu killen. Mein Partner Floyd sagt, das Trinken von Overcharge lässt ihr endokrines System übersteuern. Ich schmeiß ein wenig Overcharge in den Hof. Mach dich bereit für den Praxistest. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Was tut ihr da? Die ODs sind süchtig nach dem Zeug. Die werden schnell hier sein. Oh oh. Da kommen oh sie. Oh oh. Von wo? Ah, da. Man hat unten eine Minimap. Die habe ich jetzt auch mal langsam gecheckt. Ja, brech das mal auf. Ich werde das nicht für euch kaputt machen. Ja, so ist brav. Fress meine Schallplatten! Ach, die ODs-Dinger nimmt man auf. Okay, alles klar. Wo kommen denn noch welche her? Ah, da. Können die eigentlich überhaupt irgendwas dagegen machen, wenn ich hier die ganze Zeit so geil durch die Gegend cruise? So, ich will die Schallplatten haben. Ja, nicht die Schallplatten. Aua! Motherfucker! Du lebst noch. Das ist ein gutes Zeichen. Komm schon! Ah, ich muss in die Richtung. Alles klar, machen wir doch mal. Bin unterwegs, alter Mann. Walter, du geiles... Wo sind die Cops, die Nationalgarde, die Nachrichtenhubschrauber? Wach endlich auf. Fisco kontrolliert alles. Könnt ihr nicht einfach um Hilfe bitten oder so? So einfach ist das nicht. Fisco hat alle Verbindungen nach draußen gekappt. Aber ich habe einen Plan. Das war Fisco? Nicht absichtlich. Aber sie geben sich alle Mühe, es zu vertuschen. Der Rest der Welt denkt, dass wir an einem Virus draufgegangen sind. Komm schon, wir müssen in Bewegung bleiben. Der will mir jetzt also aller Ernstes erzählen, dass quasi eine Energy Drink Company dafür gesorgt hat, dass eine ganze Stadt verseucht ist und das vertuscht. Okay, es ist ein Spiel, was ich nicht ernst nehme, dann soll ich das auch nicht ernst nehmen. Vergiss das nicht, Peter, während du das spielst. Oh, wer ist das denn? Das hier ist Two-Hat Jack. Er stellt Waffen her. Du unterschätzt mich, Kumpel. Ich bin ein Meisterhandwerker. Ich stelle unglaubliches Zeug her. Na mach schon. Kauf eine Waffe. Was muss ich denn dafür bezahlen, hä? Dirty Harry. Ah, da bezahlt man mit diesen geilen Overcharge-Getränken. Okay, sieh, Moment, was gibt's denn hier noch so? Säurespritzer? What the fuck? Und die Blitzeisbombe? Aha. Ja, wir nehmen mal den Dirty Harry, voll. Also ich will jetzt hier natürlich nicht trinken, irgendwie als gut dastehen lassen, aber... Oh, was gibt mir denn der Xbox Store her? Es wurde nichts gefunden, okay. Na, hätte mich jetzt mal interessiert, was es hier für noch so kaufbare Sachen gibt, aber das Spiel ist halt noch nicht draußen. Ich weiß nicht, ob das verkauft. Haben? Dann komm mit mehr Overcharge zurück. Deal? Komm, ich will dir Floyd vorstellen. Okay, dann stell mir mal Floyd vor, Walter. Irgendwie fehlt gerade ein bisschen Musik, würde ich sagen. Ah! Hey, wer ist das? Unser neuer Partner.
sieht voll cool aus. Ich heiße Floyd. Eindringlinge! Oh, Menschen? Das ist unser Revier. Scab Sugar. Okay. Weiter so, du Bein? Weißt genau, was du tust. Wer sind die falsche Kerle? Richtung. Scabs. Verbrecher, die einen ohne Grund abknallen. Am besten du erwischst sie zuerst. Na ihr Lieben. Schwing deinen Arsch da raus und grind und bounce um dein Leben. Wenn du stillstehst, killen die dich. Okay, 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 alles klar. Ich muss grinden und bouncen. Grinden und bouncen, Peter. Grinden und bouncen. Aber ich will die ganze Scheiße auch aufsammeln, die verlieren. Grinden und bouncen. Ne, ich grinde gerade nicht, aber bouncen tue ich. Alter. Das ist ganz schön grindig und bouncig hier. Ja, Marsch. So, dich kriege ich auch noch, Bitch. Und dich kriege ich auch noch, Bitch. So, jetzt aber. So, kommt der Shit automatisch zu mir oder was? Ne, muss ich schon hingehen. Okay. Da habe ich um mein Leben gegrindet und gebounced, Junge. Mach ich mich gerade ein wenig über das Spiel lustig, eventuell. Aber das ist erlaubt, würde ich sagen. Kann ich hier hochgrinden? Na, geht viel schneller als scheiß laufen. Was ist das denn hier? I want this shit. Mit Floyd reden. Ich mache mich auf den Weg zur Überführung. Gib dem Grünschnabel Arbeit. Okay, ich könnte mehr Vorräte gebrauchen. Geh runter zu den Gleisen. Ich erklär's dir unterwegs. Ganz allein? Hey, ich weiß, dass es da draußen echt verfickt unheimliche Scheiße gibt, aber es kommt auf die Perspektive an. Wenn du dir sagst, dass du Spaß haben wirst, dann hast du auch Spaß, stimmt's? Hey, die verfluchten Odis reißen dich in Stücke, sei vorsichtig. Wow. Okay. Das einen Müll, sammle 10 Fassteile für Floyd. Dafür gibt's 1000 Dollar und 1000 Flaschen? 1000 Flaschen? Nice, I want this. Okay, wo müssen wir denn dafür hin? Da hinten hin, alles klar. 300 Meter kriegen wir schnell zusammen. Begib dich zum Unfallort nahe der Crown Blades Fabrik. Ich habe den Standort der Teile auf deiner Karte markiert, aber sammle auf jeden Fall alle davon ein. Ich war ein Fisco-Wissenschaftler, Leiter des Extremophil-Teams. Diese irren kleinen Mikroben sind die Geheimzutat in Overcharge. Potenzial ohne Ende. Ich habe Fisco gewarnt, dass sie gefährlich sein könnten, aber sie haben die Warnung in den Wind geschlagen und mir nicht genügend Zeit für weitere Forschung gegeben. Also, wenn du Overcharge in einem Hochdruckfass kochst und genau die richtigen Zutaten reinmischst, kriegst du wirklich krasse Scheiße. Ja, man kann ein bisschen die Zeit anhalten. Vertrau mir. Du wirst sie lieben. Dein Deckname ist nicht etwa Heisenberg, oder? Wow. Heisenberg-Witz! Ja, das macht das Ziel doch schon viel angenehmer, hä? Huh? Irgendwie check ich es gerade nicht. Komm, ihr. Oh, ich hab nichts mehr. Dann muss ich mal ganz kurz meine Knarre wechseln. Ich hab immer noch den Flammenkübel. Guck mal, wie sie überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, während ich hier die ganze Zeit über den slide. Bam, 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 bam. So, sind sie alle tot? Jawohl. Fassteile 1 von 5. 2 von 5? Wo sind sie denn noch? Na, wo sind sie denn? Hier sind sie alle! Zack, zack, zack. Meine Fässer. Ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Weiter die Gleise runter. Da ist noch ein Truck. Spring auf die Gleise und grinde zum nächsten Haufen. Hey, wenn du irgendwelche roten Fässer siehst. Ich hab schon jede zu Menschen spät. Ich weiß, was man mit roten Fässern anstellt. Na, ich sollte eine andere Waffe dafür nehmen. Nehmen wir doch mal ihn hier. Erfolgt mich mal nicht, ihr Huren. Ich mach alle platt. Oh, shit! Vielleicht sollte ich auch ein bisschen nach vorne gucken. Holy shit! Falsche Richtung. Ne, wir bleiben mal schön, wir gehen mal schön in die Richtung. Ja. Drücke beim Grinden D, um meinen Nahkampf auszuführen. Ja, da fand ich gerade ein bisschen zu dumm für, um das zu lesen. Oh shit, der Popper. Das heißt, wenn die mehr von dem Shit saufen... Das sind Odis, die
zu viel Overcharge gesoffen haben. Wir nennen sie Popper. Knall sie lieber ab, bevor sie näher kommen. Sie kommt den Hügel runter. Wait, what? Lass mich nur. Kommt da ein Papa? Oh ja. Papa! Das ist mein Schild und explodiere, Junge. Oh mein Gott, wie viele kommen denn von denen? Ja, passt schon. Ich bin cool. Glaube ich. Oh, wo kommt ihr denn jetzt her? Ich sollte ja bouncen und grinden, ne? So war das ja. Sau cool. Wie hab ich das denn gekriegt? Das war cool. Oh Gott! Voll das geile Pop, was die machen, wenn die explodieren. Nicht gut. Wo kommen die denn immer auf alle her, die Schweine, ey? Ganz großes Problem. Autsch! Ich bin nicht gut gegen die Popper offenbar. Ich sollte mal langsam die verkackten Fassteile einsammeln und hier nicht die ganze Zeit so blöd durch die Gegend laufen. Mir geht's nicht gut. Also Floyd, eine Sache verstehe ich einfach nicht. Wieso sollte Fisco seine eigenen Kunden vergiften? Du verstehst das falsch. Das Ganze war ein Unfall. Die Fisco-Manager waren so um die Konkurrenz besorgt, dass sie Overcharge überstürzt durch die Tests der Regierung brachten. Sie haben es verkackt. Und jetzt tun sie alles, um den Wert ihrer Aktien zu schützen. Wir kommen nicht lebendig aus dieser Stadt raus, oder? Nicht mit dieser Einstellung. Aber ich sehe das so. Die Apokalypse ist unsere Chance zu sein, wer wir sein wollen. Keine Chefs, keine Regeln. Ich nenne das die Apokalypse der Herzen. Wow, Floyd, du bist ganz schön optimistisch. Leg mich am Arsch, ey. Mixologist, wow. Erfolg! Floyd ist ein Wissenschaftler, was cool ist. Er macht Experimente an dir, was auch cool ist? Fragezeichen? Okay. Das hätten wir geschafft. Also hier kann ich mir jetzt immer, hier geht's weiter mit der Story, in Anführungszeichen. Da kann ich mir Missionen abholen oder alternativ kann ich einfach die Stadt unsicher machen. Habe ich das richtig verstanden? Kann ich jetzt hier einfach ein bisschen, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Oh, ich kann an der Wand laufen. Das ist gut zu wissen, Mama. Ja, das ist ganz cool. So. Bedenkt, wenn ihr die Grafik seht, dass das natürlich immer mit YouTube-Komprimierung zu tun hat und YouTube scheinbar immer noch keine 60 Frames unterstützt. Ich glaube nicht mal 30, wenn ich mich nicht ganz vertue. Wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Aber bedenkt das halt, wenn ihr das seht, weil das Spiel sieht gerade bei mir auf dem Bildschirm ganz cool aus. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, leck mich am Arsch, aber es ist passend zu dem, was das Spiel sein will. Ich finde es geil, wie die Dinger hier so glänzen, gerade vor mir so. Also wie so Zähne in so einer Werbung, wenn du die... Mit unserer Zahnbürste bekommen sie so glänzende Zähne, mit anderen Zahnbürsten nicht. Ich habe noch nie so glänzende Zähne gehabt, dass die mich geblendet haben. Er leckt mir am Arsch. Alles Lügner. So, lass mal hier weiter. Okay, ich habe an ein paar Dinger namens Amps gearbeitet. Ich habe ein paar, die fast fertig sind. Ich brauche nur noch ein paar Dinge, um sie fertigzustellen. Da sollten ein paar Fizzy-Ballons in der Basis sein. Schnapp sie dir und bring sie her. Okay, Verstärkung. Stelle die Ems fertig. Dafür gibt es eine schädliche Ausweichrolle und Elektroschocker. I like it. Dann machen wir mal die Ems fertig, ne? Klasse! Nur noch zwei mehr! Okay, noch eine! Ja, wie sie hier einen an das System okay, dran bringen wollen. Nimm die Balance zur M-Kammer, um die Ems fertigzustellen. Finde ich cool, weil das ist, glaube ich, wirklich etwas, was ein bisschen Arbeit benötigt. Guck, jetzt verkacke ich nämlich auch wieder. Das sieht in den Videos, die Entwickler dazu machen, natürlich immer mega premium geil und einfach aus, aber ich glaube, ich brauche da ein bisschen Zeit, um das zu checken. So, was muss ich jetzt hier machen? Stelle die Ems fertig, alles klar. Oh, das war eine sehr, sehr kurze Mission, könnte man mal meinen, nicht wahr? Ich bin Level aufgestiegen. Wie? Okay. Ich meine, wenn das ein Videospiel wäre, könnte ich einfach ein Menü öffnen oder so. Hör mir zu, Spieler! Wieso höre ich körperlose Stimmen?
weil du noch einiges zu lernen hast. Und Studien zeigen, dass das der beste Weg ist. Du rüstest Amps im Charaktermenü aus. Es gibt verschiedene Kategorien von Amps. Wähle den Slot für Helden-Amps aus, um deinen neuen Helden-Amp auszurüsten. Rüste deinen Helden-Amp aus. Wenn du mit der Ausweichflugrolle Gegner triffst, werden sie zu Boden geworfen und erleiden Schaden. I like it. Jetzt bist du mit Amps am Start. Bam! Oh Gott. Lass uns jetzt deinen Waffen-Amp machen. Okay. Die Waffe, die du erweitern willst. Waffen-Amps können nur für Waffen der Stufe 2 verwendet werden. Okay. Wähle einen Waffen-Amp, um deine Waffe damit auszustatten. Elektroschocker. Aus dieser Waffe abgefeuerte Schüsse können Gegner einen Stromschlag verpassen. Cool! Deine Waffe hat jetzt einen Amp! Ich bin voll geampt, Junge! Amp in die Amp! Und jetzt tritt ihnen ordentlich in den Arsch! Ich fühle mich überhaupt nicht anders. Ach ja, Amps werden nur aktiviert, wenn du mit Style kämpfst. Das ist die Style-Anzeige. Deine neue beste Freundin. Verwende Überquerungskombinationen, um deine Style-Anzeige aufzufüllen. Bounce, grinde und schwinge. Bleib in Bewegung. Das Töten von Feinden beim Grinden, Bouncen und anderen Akrobatikübungen trägt auch zum Style bei. Du musst üben. Geh zum Parkplatz und aktiviere deinen ersten Amp. Bounce auf Autos und grinde auf Kabel, bis du Style Level 1 erreicht hast. Okay. Amps können nur für Level 2 Bounce verwendet werden. Fast rein! Dein Helden-Amp ist jetzt aktiv! Runter auf den Boden! Rollen die Feinde rein! Mit diesem neuen Amp streckst du sie nieder! Woo! Bitches! Ich bin geamt! Okay, easy. Mach ich. Alter, also wie viele Gegner das sind? Wie viele Stromschläge ich hier gerade verteile? Leck mich am Arsch! Am Arsch! Ja, easy peasy, oder was? Ah, jetzt sterben die auch alle. Cool. Was bist du denn eigentlich? Das will ich abchecken, was das ist. Oh shit! Da sollte ich vielleicht nicht reingehen. Kann ich die da... reinlocken. Na ihr Lieben. Komm, komm, rennt da mal alle rein. Was für Vollnoobs. So, rennt da nochmal rein. Oh shit. Unterschiedliche Style-Level aktivieren unterschiedliche Apps. Helden-Apps werden bei Style-Level 1 aktiviert. Waffen- und Nahkampf-Apps werden bei Style-Level 2 aktiviert. Epische Amps werden bei Style Level 3 aktiviert. Epische Amps? Okay. Bei maximalem Style rasten alle Amps teuflisch aus. Wenn du bloß dastehst und nichts tust, sinkt deine Style-Anzeige. Also bleib in Bewegung und töte! Ich kann mich nicht bewegen! Es ist fast vorbei. Das ist der Combo-Zähler. Du kriegst Boni für mehrfache Kills und Überquerungskombo. Je höher dein Kombo-Zähler ist, desto schneller wächst dein Style. Tritt ihnen in den Arm. Du bist jetzt auf dich gestellt. Verzauber es nicht. Ja, Scheiße! Das nenne ich kämpfen mit Stil. Komm zurück, ich habe gute Nachrichten für dich. Unterwegs. Aber hallo, das wird lustig. Wenn das Zeug fertig gekocht ist, habe ich einen Amp für dich. Wir kochen diesen ganzen Mist, um neue Amps zu machen. Vertrau mir, du willst Amps. Und denk dran, sobald diese Scheiße hier zu kochen anfängt, werden uns die ODs die Bude einrennen. Und das Wichtigste, halte diese Wichser von den Fässern fern. Wenn du versagst, kein Problem. Das ist die verfickte Apokalypse. Mach's einfach nochmal. Ich habe ein paar Barrikaden und Fallen rund um die Basis aufgestellt, aber sie werden nicht lange halten. Geh da raus und halte die ODs davon ab, in die Basis zu gelangen. Okay, Chef. In Ordnung,
das Kochen losgehen. Oh, das habe ich vergessen. Dann mache ich das mal ganz kurz so. Ja, gedrückt halten. Dann wollen wir mal Party machen, hä? Oh, das muss geladen werden. Wow. Da kommen sie aus allen Löchern gekrochen, die hässlichen Katzen. Okay, let's do this. Sie auszuschalten, noch bevor sie die Fallen erreichen. Hey, Alter, sie sind bei den äußeren Barrikaden. Das ist alles so einfach gesagt. Einfacher gesagt als getan. Ich arbeite dran. Das ist eine Bratze hier, der Typ. Ey, what? Na gut, ich hätte noch den geilen Chili hier. Ey, wo wollt ihr denn hin, ey? Ey, bleibt ihr mal ganz schön, wo ihr seid, ja? Und lasst meine geile Barrikade in Ruhe. Ihr Huren. Wo sind sie denn noch? Da sind sie noch. Oh nein. Oh nein. Oh nein! Das sieht aber alles cool aus, die konzentrieren sich. Ich bin noch nicht in der fucking Basis. Guck mal, wo die Bitches sind. Die sind nämlich noch nicht durchgekommen, die Uhr. Da ziehst du rein, ey. Und jetzt halt dein Maul. Popper im Anflug. Oh. Ah, die Popper können da mal meinen Penis poppen. Moment, das klingt irgendwie unangenehm. Also, die sollen das mal lassen, bitte. Nicht meinen Penis poppen. Da ist einer in der Base! Er ist in der Base! Oh Gott, hier hinten ist auch noch einer in der Base. Wo kommt der denn her? Oh oh, den habe ich nicht gesehen. Hey, wieso müssen wir das nachts machen? Destilliertes Overcharge reagiert sehr empfindlich auf UV-Licht. Ich hatte schon einige Unfälle, als ich das bei Tageslicht versucht habe. Aha. Halte die Füße in der Basis nicht still. Grind und bounce, baby. Oh shit. It. Der Schleuderer. Wieso stand ich hier? Mama! Der Flamm ist er. Ah, jetzt muss ich einen neuen Flamm setzen. Ja, was tut er? Nein, nein, nein! Wow! Das ist auch der falsche. Aber ich will gar nicht den Dirty Harry benutzen. So. Weil die sollen hier mal gar nicht durch. Wo kommt ihr denn alle her? Mutti! Wo ist denn der ganz Dicke? Da. Oh oh. Nein, 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 nein! Das war nicht der totale Wahnsinn! Wow! Das war cool. Grind und Bounce, Baby. Ganz ehrlich. Okay, also. Ja. Grind und Bounce, Baby. Das ist ein bisschen übertreiben, ist das meiner Meinung nach. Aber ja. Nein, ich bin Overcharge-Fässer angreifen, Bitch! Lass die Overcharge-Fässer in Ruhe! Alter, wie viele da kommen, lass mich alle in Ruhe! Aber ich will noch mal leben! Lass das! Lass das! Ausgezeichnet!
Uiuiuiui, 128er Kombo. Krasser Shit. Oh Gott! Oh Gott! Diese VFX waren der Hammer! Tut mir leid, dass ich dir nichts von der großen Explosion am Ende der Nacht erzählt habe, die alles auslöscht. Wollte die Überraschung nicht verderben. Die gute Nachricht ist, es hat funktioniert. Schön! Bitch! Ich finde, das reicht für unser Pizmeet probiert. Wir haben uns jetzt 40 Minuten lang von Sunset Overdrive angesehen und ich glaube, man kann das Spiel ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, springen und bouncen, Junge! Springen und bouncen und grinden! Ja, nicht zu vergessen, grinden und ballern! Springen, bouncen, grinden, ballern, Junge! So läuft der Hase. Und Ausweichrolle! Und vor allen Dingen sehr, sehr witzig sein, zumindest sehr, sehr witzig sein wollen und möglichst häufig die vierte Wand durchbrechen und darauf anspielen, dass man ja ein Videospiel ist. Und auf Popkultur anspielen, ja, mit Heisenberg und so. Also, mit Bram habe ich ja dieses Bewertungskriterium mal gemacht beim Indie-Check und das würde ich gerne auch bei Pizza mit probiert einführen, weil wir machen ja nicht sowas wie Bewertung oder so und ich habe ja bisher nur 40 Minuten vom Spiel gesehen und das reicht nicht für eine richtige Bewertung. Unser Bewertungskriterium ist, oder meins, was ich euch mitteilen will, ist: Werde ich dieses Spiel weiterspielen? Und ich weiß, das hat nichts mit Objektivität zu tun, das ist total viel eigene Meinung und ihr wisst ja, wir sind kein Test-Outlet oder sowas, wir machen keine Tests zu spielen. Ich beantworte einfach die Frage, würde ich das weiterspielen? Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Was nicht daran liegt, dass dieses Spiel insofern schlecht ist, dass es nicht das erreicht, was es erreichen will. Das tut es, glaube ich, ganz gut. Es ist eine recht schöne Open-World-Struktur mit ganz gutem Gameplay, wenn man erstmal drin ist. Und viel Spaß. Aber das, was es erreichen will, ist halt nicht unbedingt das, worauf ich jetzt unbedingt sehr viel Bock habe, so nach dem Motto. Also, ich finde, das mit dem Witz geht ein bisschen zu weit. Also irgendwie fand ich Saints Row witziger. Wobei auch Saints Row hatte so seine Momente, wo ich dachte, okay. Aber wie gesagt, das sind nur die ersten 40 Minuten, vielleicht wird es ja auch noch voll gut. Ich meine, Story gibt es hier sowieso nicht sowas in die Richtung, zumindest habe ich noch keine gesehen. Könnte natürlich noch sein, dass die kommt. Wie gesagt, das basiert hier alles auf 40 Minuten. Aber falls ihr umfangreichere Meinungen dazu lesen wollt von Leuten oder sehen wollt von Leuten, die das Spiel komplett durchhaben und sagen können, was noch alle, ob noch was Spannendes passiert oder ob sich viel verändert oder ob es so bleibt, empfehle ich euch, richtige Tests zu lesen und nicht dieses Video hier anzugucken. Aber wenn ihr sagt, Alter, guck mal, wie geil der rumspringt und oh mein Gott, der hat einen Witz gemacht, das gefällt mir alles super, dann bitte, schlagt zu. Könnt gerne das Spiel haben, ich werde euch nicht verurteilen. Es ist ja ganz cool eigentlich. Es ist ganz cool. Was ja gerade negativer, als ich eigentlich will. Und ja, das waren die ersten 40 Minuten von Sunset Overdrive. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.